Chatten mit der Bundeskanzlerin. Nein, die Rede ist nicht von Facebook, sondern vom Bürgerdialog. Die Kanzlerin stellt Fragen zur Zukunft und verschiedene Volkshochschulen machen es möglich, darauf zu antworten, auch in Hannover. Mit anderen diskutieren, Vorschläge machen und Lösungen finden, das ist das Ziel des Bürgerdialogs. Und einige schaffen es sogar per Losverfahren, die Bundeskanzlerin in Berlin zu treffen. Aber was haben denn die Hannoveraner für Tipps für unsere Kanzlerin? Peter Ernsting berichtet. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat einen Bürger-Online-Dialog ins Leben gerufen. Motto: Demokratie braucht direkte Beteiligung. Über 50 Volkshochschulen, auch die in Hannover, haben zwischen dem 21. und 23. März mit einer Veranstaltung in Form eines World Cafés teilgenommen. Drei zentrale Fragestellungen waren vorgegeben. Wie wollen wir zusammenleben? Wovon wollen wir leben? Wie wollen wir lernen? Die Veranstaltung in Hannover war am Mittwoch, 21. März von 14 bis 18 Uhr. 28 Teilnehmer konnten sich für eines der Themen entscheiden. Dann ging es an die Arbeit. Es wurde sachlich diskutiert und jeder kam zu Wort. Die mir in den ersten Jahren gelegt sein, damit ich weiß, wie ich lesen kann. Azur Altug von der Volkshochschule Hannover zur Veranstaltung und dem Ergebnis. Ich bin sehr zufrieden, wenn man bedenkt, dass es ja mitten in der Woche stattfindet. Es ist ja schon so, dass sehr viele Leute dabei waren, die sich entweder freigenommen haben, aber auch vielleicht auch bewusst freigenommen haben. Und es waren sehr viele junge Menschen da aus unseren Hauptschulabschlusskursen, die das ja, soweit ich das sehen kann, sehr genossen haben. Und ich denke, das waren alle Teilnehmenden, denen hat es Spaß gemacht. Ich bin zufrieden, weil heute Bürgerbeteiligung ja sowieso eine schwierige Sache ist. Bei Wirtschaft oder ne, dann heißt das tatsächlich eine Verlagerung von industrieller. Es wird bereits über Nachfolgetermine in Hannover nachgedacht. Der Dialog der Bundeskanzlerin wird irgendwie Mitte, also 15.04. dann beendet sein. Aber wir machen hier weiter. Also mein größter Wunsch wäre, diesen Dialog hier etwas kontinuierlicher anzubieten. Also wir haben hier sicherlich eine ganze Menge Menschen von diversen Kategorien nicht getroffen. Ne? Wir haben dafür aber Menschen hier gehabt, die bewusst zu uns gekommen sind. Am Schluss der Veranstaltung wurden zwei Teilnehmer für eine Reise ins Kanzleramt nach Berlin ausgelost. Es könnte sein, dass Frau Merkel da etwas ins Leben gerufen hat, das sie so schnell nicht beenden kann. Wenn das Ganze also als verkappte Wahlkampfveranstaltung gedacht war, wie von Teilen der SPD vermutet, könnte sich daraus ein unkontrollierbarer Selbstläufer entwickeln. Für die Demokratie in Deutschland ja nicht das Schlechteste.